Das überlegte man sich ganz zu Anfang für Schulatlas. Und das ist der erste Schulatlas, der hier erschien, eine Karte daraus. Dieser Auftrag sind ungefähr 25 Tonnen Papier, das heißt ungefähr 25 Rollen werden von hier aus importiert genug und dann kommt sowas bei raus. Bevor so eine Karte gedruckt werden konnte, musste die erstmal entworfen werden.